diese letzten Meter auf dem Wege zum Erfolg, auf dem Wege auch zu einem neuen Weltrekord. Noch nie gab es das in der Sportgeschichte. Zweimal Gold in einer halben Stunde. Cornelia Ender verkörpert in den 70ern wie keine andere das Fräulein Wunder der DDR. Bei den Olympischen Spielen 1976 in Montreal holt sie viermal Gold. Sie ist der Liebling der Nation, wird in den Medien besungen und viermal hintereinander Sportlerin des Jahres. Und da sehe ich eine Zahl aus Sahne auf der Torte stehen. Und sie heiratet den zweiten Liebling der Nation, Roland Matthes. Ihre Fotos schmücken die Gazetten, die Führung schmückt sich mit ihr.